Liebe Zuschauer, wir freuen uns auf Myriam von M. Liebe Myriam, es ist ja nun ein bisschen Zeit vergangen seit der ersten Sendung, seitdem du das erste Mal bei mir in der Show warst. Erstmal nach wie vor, ich freue mich wahnsinnig, dass du diese 700 Kilometer auf dich genommen hast, um zu mir zu kommen. Ja, war eine Strecke. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil ich weiß, dass du mit deiner Kraft natürlich auch nach wie vor sehr haushalten musst. Ja? Deswegen ist das ein unglaubliches Engagement von deiner Seite, dass ich auch schon viele Jahre beobachtete. Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Nein. Dass ich dich schon seit Jahren auf Facebook beobachte. Du stalkst mich also, ja. Oh, ja, ja, ich bin derjenige gewesen, der da zwischendurch immer mal wieder Gefällt mir gedrückt hat, weil ich dieses Projekt, was du da ins Leben gerufen hast, so unglaublich unterstützenswert finde und mutig und toll finde, wie du auch offen mit der Krankheit umgegangen bist, um den Menschen, die in so eine Situation kommen, Lebensmut zu geben. Ja? Ich gebe mein Bestes, ja. Also wir haben ja anfangs der Sendung darüber gesprochen, was macht man irgendwie, wenn das letzte Stündlein geschlagen hat. Da sind wir auch bei einem Punkt, den ich unglaublich zu schätzen weiß, beziehungsweise wo ich meinen Hut vorziehe, weil ich weiß, was es bedeutet aus eigener Erfahrung. Du hast ganz viele Menschen auch in diesen letzten Wochen, Tagen, Momenten begleitet. Genau, ja. Also ich mache die aktive Sterbebegleitung, persönlich auch, also bei den Schützlingen, die es gerne möchten. In den letzten 3,5 Jahren sind es jetzt über 70 Menschen gewesen, denen ich die Hand halten durfte bei dem letzten Atemzug quasi. Das ist natürlich, das ist eine sehr intime Sache, eine sehr persönliche Sache. Du baust natürlich auch eine Bindung zu diesen Menschen auf, auch im Vorfeld, weil ich betreue sie ja schon vielleicht sogar ein Jahr schon, vielleicht auch noch kürzer. Und da ist einfach der Punkt, wo das tut natürlich jedes Mal weh. Ne? Also das ist nicht einfach so, du sagst, hey, jetzt ist es weg, ist vorbei, jetzt geht's weiter. Natürlich ist es nicht so, aber es gibt mir unheimlich viel Kraft und unheimlich viel Liebe und Motivation weiterzumachen, weil es gibt nichts Schöneres, als in die strahlenden Augen eines Erkrankten zu schauen, die dankbar sind, dass du da bist. Das finde ich unglaublich toll, dass du es machst. Also an dieser Stelle mal. Also wenn man es selber erlebt hat, ich habe es selber erlebt, also ich weiß, was es bedeutet, dieser Moment, wenn das Wunder des Lebens plötzlich erlischt. Das ist genauso ein großes Wunder. Ich sage zum Wunder der Geburt, das ist ein Wunder und genauso ist der Tod für Richtig, mich ein gehört ganz dazu. Großes Wunder, weil sich ja plötzlich etwas vollkommen verändert. Ja. Ja? Wie ist die Situation entstanden für dich, dass du dich dieser Herausforderung stellst, weil es bedeutet ja für dich auch eine doch, glaube ich, enorme seelische Stärke, Menschen so nah zu sein und eigentlich genau zu wissen, dass sie hinübergehen in die andere Welt. Definitiv, also man braucht schon man braucht ein dickes Fell, was man aber nicht immer auflegen kann. Ich muss auch sagen, es für mich persönlich, weil ich ja selbst Erkrankte bin und auch einige Rückfälle hatte, hält mir das natürlich vor Augen, dass ich halt, dass mir genauso gehen kann. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn einer stirbt und ich beobachte den Krebstod, das ist kein schöner Tod. Ja. Das ist kein, ach, wir gleiten mal in die andere Welt, ja, sondern es ist wirklich ein elendiger Weg, Kampf. Der durchgeschritten werden muss. Genau, richtig. Und da denke ich immer, meine Güte, ja, das kann rein theoretisch, es kann jedem passieren letzten Endes, aber wenn du schon mit der Krankheit oft in Berührung gekommen bist an dir selbst, dann ist es natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Gleichzeitig zeigt es mir natürlich auch, dass das Leben unheimlich kostbar ist und dass man jede Sekunde, die man hat, genießen sollte. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk sollten wir einfach bis ins letzte Detail auskosten. Das ist eine fantastische Aussage. Du hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, was einen tollen Titel hat. Ja. Klär uns auf darüber. Fuck Cancer. Ja. Fuck, tatsächlich wie das Wort Fuck, also das böse, ist böse so F-Wort. Ja. Und Cancer halt für Krebs, ne? Also das ist das englische Wort. Ich bin ja Amerikanerin, also ich bin Deutsch-Amerikanerin, bin auch in den Staaten aufgewachsen. Und ich wollte halt, jeder Mensch, der irgendwie erkrankt, denkt erstmal Fuck. Ja. Also ist wirklich so, keiner spricht, also die meisten sprechen es nicht aus, man bewahrt die Kontenance, weil
Wir haben ja alle gute Kinderstube irgendwie, zumindest hofft man das so ein bisschen. Ja. Wir tun so. Wir tun so. Aber jeder möchte gerne irgendwie rausschreien, fuck, ich will nicht mehr, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich hasse es, ich will es platt machen. Und mit diesem Buch, Fuck Cancer, wollte ich einfach den Weg zeigen, den ich gegangen bin. Nicht nur durch die Krankheit, sondern das Leben auch im Allgemeinen. Die Krankheit hat ja viele, viele Seiten gehabt. Die hat ja von der Psyche über die Partnerschaft, über, ach Gott, alles Mögliche, auch in die Vergangenheit zu gehen. Warum bin ich krank? Vielleicht hat das irgendeinen Hintergrund, ja. Und das habe ich mit diesem Buch halt getan und wollte halt den Menschen auch zeigen, schau, ich bin wirklich steinige Wege gegangen, die waren brutal, die waren wirklich brutal, aber ich bin hier und ich bin für euch hier und ich bin stark, ich stehe vorne für euch. Und wenn die bunte Frau das irgendwie auf die Kette kriegt, könnt ihr das auch irgendwie auf die Kette bekommen. Ich finde das wahnsinnig toll. Ja, es ist, gehört ja auch Mut dazu, weil du bekommst ja nicht nur Zuspruch, sondern es gibt ja auch Leute, die sich genötigt fühlen, da irgendwie wirklich einen blöden Senf dazu zu schreiben. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, also ich bin relativ präsent in den Medien, auch durchgerauscht von November bis jetzt, halt fast in jeder Talkshow gewesen, die es gab und auch in den Social-Media-Bereichen habe ich 19 Millionen Reichweite wöchentlich von den Anhängern und dann sind natürlich auch die ein oder andere dabei, wo dann denkt, ey cool, das ist ein gefundenes Fressen, wir greifen die mal an und da gibt es wirklich Sprüche von der Krebsfotze über, du hast es verdient, an Krebs zu erkranken, weil du so hässlich tätowiert bist. Ja, also ja, die gar nicht sich die Mühe machen, einfach mal zu schauen, was haben denn die Tattoos eigentlich für einen Hintergrund. Genau, richtig. Musst du jetzt nicht erzählen, aber es gibt einen Hintergrund, der sehr privat ist, der etwas mit dir zu tun hat und der dir Kraft gegeben hat, durch diese Zeit zu gehen. Also insofern finde ich das, es ist doch auch jedermanns Sache irgendwie, wie er sich selber schminkt. Genau. Die einen schminken sich, die anderen machen gar nichts, der nächste verlottert. Das ist es auch. Also für mich war es auch eine Verarbeitung meiner Geschichte, ein Verarbeitungsprozess im Allgemeinen. Und das habe ich auch sehr detailliert in meinem Buch niedergeschrieben, weil natürlich viele fragen, wow, bist du so krass tätowiert oder haben die eine Bedeutung? Und letzten Endes, natürlich gibt es welche, die keine Bedeutung haben, aber viele haben das. Und für mich war es immer so ein bisschen selbst spüren einfach. Ich lebe, weil ich immer mit dem Tod kämpfen musste, wollte ich einfach wieder irgendwas spüren, was mir das Gefühl gegeben hat, hey, du lebst ja noch. Also ich habe das sofort verstanden. Mhm. Also wenn man sich mit der Krankheit, die du durchleben musstest, beschäftigt und das mal googelt und sagt, stell dir mal vor, dir wäre das passiert, oje, hätte ich die Kraft gehabt, das durchzustehen. Also schon dafür zieht man den Hut und sagt, wow, ich wünsche es dir auch für deine, Dankeschön. Du hast glaube ich zwei Kinder, ja. Für deine Kinder, dass du ihnen lange erhalten bleibst. Also mein größter Wunsch ist es, und das ist auch mein Lebensziel, ist, dass ich meine Enkelkinder irgendwann mal auf dem Schoß halte. Das willst und, du. Mein Großer, der ist 17, ich hoffe, er lässt sich noch ganz viel Zeit. Und mein Kleiner ist 7, also wird das definitiv noch dauern. Der hat noch ein bisschen länger Zeit. Ja, so ist es. Ja, du hast ja mitbekommen, dass wir ein bisschen gesammelt haben. Ich weiß nicht, wie viel es ist, ich will es jetzt auch gar nicht zählen. Das machen wir später. Das hat ja eigentlich eher symbolischen Charakter. Ja, ich sage immer, und wenn es nur 10 Cent sind, jedes einzelne bisschen, was gespendet wird, das hilft uns weiter. Deswegen hatte ich dich zweimal hier in der Show oder dreimal. Wir bedanken uns bei allen, die gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Und wir rufen dazu auf, schaut es euch bitte an, schauen Sie sich bitte die Seiten von Miriam an. Da ist wirklich etwas dahinter. Ja. Bitte keine falschen Spendenversprechen machen, weil das ist wirklich grausam. Das hatten wir auch schon. Also das ist wirklich sehr, sehr schlimm, weil es eben dann Menschen betrifft, die in dieser Situation auf jeden Cent angewiesen sind. Definitiv, ich drücke dir ganz doll die Daumen und wenn wir weitermachen, denke ich, werden wir uns hier auch bestimmt irgendwann wiedersehen. Ich komme gerne wieder. Wir hören dich zum Finale noch singen. Richtig. Ja? An diesen Tagen steht die Erde still. Und selbst der Himmel weint. Es wird nie drüber geredet, nie gedacht, dass vielleicht nur wenig Zeit noch bleibt. Der Befund in meiner Hand wiegt erdrückend schwer. Könntest du mich jetzt so sehen? Ich fühle mich ausgebrannt.
der Zukunft wird in Gift geprägt. Wen werde ich im Spiegel sehen? Auch hab ich Angst, mich zu verlieren. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Es sind die kleinen Dinge dieser Welt, die man so leicht vergisst. Für sie lohnt es sich zu kämpfen jeden Tag, weil nichts selbstverständlich ist und nichts für immer bleibt. Vergesst denn all die Tage, alles was mal war, bis hierhin. Ein schönes Leben, höre jedes Wort nochmal. Allein im Chaos spüren Leere, was sich vor. Eine Krankheit zieht wie die Pest über das Land, kennt keine Gnade, kein Alter und kein Familienstand. Wie eine kalte Klinge über mir, bis in alle Tage, jetzt und immer, ich zeig dir meinen Herzen.